Also, wir müssen auf jeden Fall hier unten ein paar Öfen bauen. So, ich baue mal vier Öfen. Sollte reichen. Und diese vier Öfen. Oder hier machen. Schön übereinander. Machen wir es so. So. Und da backen wir dann nämlich die ganzen Steine drin. Okay. Habe ein bisschen Kohle. So. Jetzt müssen wir mal gerade wirklich mal überlegen, wie wir das jetzt hier machen wollen. Also wir wollen ja auf jeden Fall hier unten das als Eingang nehmen, ne? Ja. Dann brauchen wir da unten schon wieder ein paar Cleanstones, weil das ist ja hier schon wieder Kacke. So, da können wir schon mal für die ersten backen. Ja, oder wir können auch hier unten doch auch mit Holz arbeiten. Ja, das ist schon klar. Ach so. Da müsste ja alles noch eins tiefer, ne? Meinst du? Ja, meinst du mit dem Holzboden dann? Ja, dass nicht alles aus Stein ist. Oder vielleicht die Front auch so ein bisschen jetzt nicht aus Bretter, sondern wirklich aus Holz, weißt du? Ja. Das ist natürlich keine schlechte Idee. Da muss natürlich das Ganze hier weg. Ich hole mal ein bisschen Holz und ein bisschen Wetter. Ja. Deine, soll ich da mal ein Stack mitbringen? Von den Nö. gebackenen? Nö, die backen wir uns hier unten dann. Wir finden ja bestimmt hier auch gleich irgendwo Kohle. Oder suchen dann kurz Kohle. Da war doch auch diese Höhle nach unten. Irgendwo. Ja. So, ich habe das jetzt alles eine Etage runtergelegt. Ist ja schon schön, ne? Also schon schön groß jetzt. Viele Kanten natürlich. Und dann schauen, wie man das dann hier überhaupt aufbaut, das Haus. Das sieht ja dann schon ziemlich komisch aus. Hier unten. Die Wand muss weg, die nervt. So. Wenn man jetzt mal guckt. Wir müssten, oder schön wäre das Ganze hier in zwei Zimmer meines Erachtens nach aufzuteilen. Einmal hier dieser große Vorbereich. Und einmal hier so ein kleiner Hinterbereich, wo man vielleicht Schlafzimmer draus machen könnte. Ja. So, das Ganze würde ich natürlich dann auch irgendwie versuchen zu trennen. So, Schlafzimmer finde ich ist jetzt hier ein 3x3 Feld ein bisschen wenig. Aber wir können nicht weiter nach hinten bauen, weil hier ist unser Thronraum. Das geht nicht. Und wenn Erde weggelegt, wenn wir das bis hier so abtrennen, Du meinst dann so. hätten wir Ne? ja, dann hätten wir ja so ein Fünferfeld. Ja, Das würde das doch ist. für Und ein vielleicht Schlafzimmer den ja hier nicht noch schlecht wegnehmen. sein. So. Das müsste doch in Ordnung sein. Du hast gesagt, du hättest ein bisschen Kohle, ne? Ja, habe ich auch ein bisschen was schon im Ofen reingetan, aber ist halt Welchen nicht denn? Ach, in viel. den oberen. Ja, das ist schon mal in Ordnung. So. Backen wir nämlich schon mal unsere ersten Steine. So, und dann können wir nämlich sagen, dass das hier unser Schlafzimmer ist. Dann machen wir das hier auch weg. Das hier auch weg. Ja auch. Bis hier. Das kann alles bleiben, weil da kommen ja dann wieder die Steinchen hin. Die Decke
Muss dann aber auch noch eins höher, weil sonst sieht das ja komisch aus, wenn auf einmal... Ah, okay. Da müssen wir also die Wand auch eins höher ziehen, dann dahinter. So, dann hätten wir das ja schon mal. Ach so, jetzt war natürlich, Ja, hier ist ja ganz einfach. Hier setzen wir dann gleich Klinis vor. Eine so eine Reihe. Das ist ja in Ordnung. ich Das machen wir weiß, aber später. was wir auch mal beim nächsten Mal machen können. Wir machen das ja hier unter Tage, ne? Ja. Und wir können doch, wir haben doch, Diamanten, dass wir uns eine Diamantaxt machen. Diesen Netherstein abbauen und mal zum Nether gehen. Doch diese Ach so, ja, da klar, das können wir natürlich auch noch alles machen. Lightstones Ja. anstatt von Fackeln immer, ne? Ich habe gerade sogar eine richtig gute Idee, wie man den Vorderbereich schön gestalten kann. Dazu muss das aber hier alles noch ein bisschen weiter vorne weg, dass wir das ein bisschen rausziehen können. Bis wohin? Nur hier vorne den Bereich erstmal. Bis wir das dann ein bisschen genauer geplant haben. So. Meinetwegen bis hier. So. Und jetzt brauchen wir schon mal ein paar Cleanstones. Aber ich möchte das vielleicht erstmal mit Pflasterstein vorarbeiten. Ja, 10 Stück habe ich, habe auch ein bisschen Ich habe Erde. noch einen Stack. Also, ich Das hatte mir hier das... geht ja wieder zu. Ja, warte, warte, warte. Das können wir ja schon mal mit Cleanstones machen. Na, das Nee, geht das geht doch. nicht so zu, sondern... So. Ja, habe ich doch. Nee, du hast es hier gemacht. Aber ist ja auch egal. So. Und hier den Boden können wir abbauen. Und mit... Ah, der ist ja schwachsinnig, was ich jetzt mache. Na egal. Den müssen wir nämlich jetzt mit Cobbles wieder ersetzen, aber es ist schwachsinnig gewesen. Oder wir nehmen uns die Erde. Das wäre natürlich auch nicht doof. Aber dann haben wir da so ein dickes Loch. Ne, dann lass uns das eben mit Cobbles nochmal. Darauf kommt ja dann das Holz, ne? Ich habe kein Kommen mehr. Jetzt hier drauf das Holz. Ja, hier drauf kommt das Holz. Für das Schlafzimmer. So. Hier ist es ja dann eine Etage runter. Das heißt, die Wand ist da abschließend. Wo machen wir dann das Ding rein? Ich würde auch sagen... man dann hier hoch geht. Hier kommt ja auch... ich kann es hier vorne schon mal bitte Bretter legen. Genau. Und dann Treppe. Holen wir uns gleich aus dem Dingens raus, aus dem Raum. Warte, ich hole Ja, die ich mal habe eben. gerade keine. Ach, das habe ich vergessen. Na, noch eine höher. Na! Treppen. Eichenholztreppen. Ich nehme auch mal Eichenholzstufen mit. Für den Fall, dass... Ja. Boah, was ist denn jetzt los, ey? Lol, ey. Ich bin runtergesprungen und durch dieses Geräusch sind meine Frames auf 5 runtergekommen. Warum auch immer. So, ich dachte, also entweder machen wir jetzt hier eine Treppe oder eine Stufe hin. Mir ist das eigentlich egal. Ich würde vielleicht sogar eher eine Stufe sagen. Sieht vielleicht schöner aus. Dass wir dann hier so eine Stufe setzen. Oder? So, wobei, hier hatte ich vielleicht auch mit einer Tür gedacht.
Also hier so. Ja, aber eine Doppeltür sieht dann schon scheiße aus, ne? Ja, eine Doppeltür im Schlafzimmer braucht ja keiner, ne? Ne. Und dann könnte man auch wieder eine Treppe nehmen. Wobei... Ah doch, dann ist das ja hier Wand, ne? Kommt dann eine Wand hin. Sonst ist das ja nicht abgetrennt. Sieht ja dann auch doof aus. Muss das Ganze aber noch nach hier erweitert werden. Hier. So, damit der Raum wenigstens auch ein bisschen größer wirkt. So, und da kommen dann wieder normale Steinchen hin. So. Ne? Jetzt wieder Bretter. Genau. Dahin. Bin ich gerade am überlegen. Nee. Genau das nämlich nicht. Hier ist nämlich Ende. Und dann würde ich... Oder nur bis hier. Ja, ist ja egal. Können wir von mir aus auch machen. Gehen wir gerade da weg. Na, jetzt mache ich nämlich... Ja doch, das geht noch. So. Genau, und jetzt hatte ich nämlich folgende Überlegung, okay, dass wir das Ganze dann rausziehen, wie so ein Dach jetzt im Prinzip. Also, ja, wie soll ich das erklären? Gib mir mal bitte gerade ein paar Bretter. Ich habe nur noch 4. Ah, ich habe auch nur noch 4. Also ich dachte jetzt, dass wir hier so eine... Ah, wie soll ich das erklären? Ich weiß leider nicht, was du meinst. Da. Und zwar folgendermaßen gedacht. Das hier ist abgeschlossen. Und musst du aber auch noch Steine machen. Und jetzt mal gerade mit Kobbel. Ich weiß nicht, wie das dann aussehen würde, aber Totenstille. Ja, weil ich über... Ah, du willst so ein Dach, wie wir den auch draußen schon mal gemacht haben. Machen. War, das so rausziehen, dass das wie dann so ein Vordach aussieht, weißt du? Ja. So. Und dann meinetwegen mit so Zäunen, dass das so auf... So wie so, meinetwegen, so ein Minenschachteingang oder so. Dann hast du ja auch vorne oft früher gehabt, dass du dann noch so ein Holzhäuschen vorne hattest. Was dann noch auf so Stegen draufgesetzt wurde. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube...